tolle Veranstaltung und es ist immer eine große Ehre, mit so vielen tollen Köchen gemeinsam irgendwie zu zeigen, wo die Gastronomie steht. Ein ganz herzliches Willkommen zum inzwischen 10. Cooktank. Ja, das Jubiläum. Das Ganze ging los im Jahre 2011. Wir haben seitdem 85 Chefs bei den Cooktanks dabei gehabt. Insgesamt waren 108 Sterne dabei und 2500 Teller wurden angerichtet. Aber nichtsdestotrotz, es sind schwierige Zeiten. Wir sollten uns vielleicht vor dem Hintergrund auch bewusst sein, was wir hier für einen exklusiven Rahmen haben. Und auch so ein bisschen Demut und Dankbarkeit an den Tag legen. Das ist gebietet, glaube ich, die Situation. Wir hatten das große Vergnügen, jetzt auch mal mit dem Neuseeland-Hirsch einen Amüs machen zu dürfen. Und wir haben das Ganze von der, sage ich jetzt mal, Seite her Pastrami als Thema uns genommen. Das Thema ist ja Stadt, Land, Fluss. Das ist auch die Grundidee. Wir werden also Fisch mit Fleisch bzw. bei unserem Gericht Leber kombinieren. Aber doch versuchen, was ganz typisch für unsere Region, diesen Geschmack einfach einzufangen. Ja? Erdig, getreidig, süße Noten, Rübennoten, all das macht uns stolz, wenn wir das den Kollegen zeigen dürfen, können und sind gespannt, wie es ankommt. Ich habe schwer begeistert. Ja. Und die Leber war die Leber. Stadt, Land, Fluss mit Ente. Ich hoffe, es schmeckt. Guten Appetit. Also die Präsentation möchte ich schon mal probieren. Danke. Also wir haben es noch nie vorher angerichtet oder serviert. Im Kopf hat es geschmeckt, aber es war noch nie irgendwie, wir haben es noch nie angerichtet. Es war wirklich jetzt heute Premiere. Und eventuell möchten wir das Gericht ab Oktober auf die Karte setzen. Ja. Ich meine, es ist ja aus der Frage gestellt, dass es lecker schmeckt. Und wenn du das Ganze natürlich dann auch noch mit der entsprechenden Emotion dem Gast servierst, weil wir sprechen ja auch von geschmacklicher Wahrnehmung, die sich jetzt nicht nur auf Riechen und Zunge und Gehör und vielleicht noch Textur etc., ja, sondern ja auch das Emotionale, was wir da ansprechen wollen. Ja. Es ist einfach der Zeitgeist da, dieses sich bewusst machen. Und ich denke, dass die Köche in der heutigen Zeit sich schon die Frage stellen müssen, wo wirke ich, für was stehe ich, und nur dann wird es letztendlich auch authentisch und glaubwürdig und ich werde unvergleichlich, unvergleichbar. Ich habe einen Zander gemacht mit einer Anlehnung an das peruanische Ceviche, Bayerischkraut für München und einen geräucherten Iberico-Preser. Unsere Version von Stadt, Land, Fluss mit einem kleinen Augenzwinkern und ganz lose angelehnt. Ja, wie war's? Ja. Das ist schwierig, aber es ist total harmonisch. Bis auf... Also ich finde das Gericht auch selber ganz gut. Ja, es ist auch gut. Zwischendurch kommt so Säure und dann kommt der Kümmel wieder durch. Ja. Mich hat das erstmal gefreut, dass es hier in München stattgefunden hat, dieses Jubiläum. Es war, glaube ich, noch nie in München, noch nie hier im süddeutschen Raum. Und die Veranstaltung war einfach super. Man hat nette Kollegen kennengelernt, man hat sich nett austauschen können. In der Küche war eine super tolle Atmosphäre. Und vor allen Dingen jeder hat jedem geholfen. Und das ist ein ganz großes Plus bei so einer Veranstaltung. Alle toll verstanden, tolles Resonanz bekommen und tolle Gerichte gesehen. Thank you.